Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockt Sims 4, der Simulation für Verkehrsschilder programmiert von einem Tobias. Ja, hallo Tobias, du wurdest gerade hier im Let's Play erwähnt. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen. Gut, nee, natürlich nicht. Hier sind wir nicht beim Verkehrsschild-Simulator. Nee, wir sind bei den Quantums. Ja, und es ist Wochenende, es ist Samstag. Und die beiden Herren haben ein ganz großes Problem. Schauen wir mal, hier ist es schon gelb dargestellt. Sozial ist im Keller. Und hier ist auch sozial im Keller. Hunger. Und naja, da geht's mit dem Hunger. Ja, die beiden Herren gehen heute auf die Pirsch. Und zwar, mal schauen wir als erstes. Zeitmaschine an. Und wollen wir mal gucken, wer als erstes wach wird. Wir lassen die richtig wach. Wir aufschlafen. Wir lassen wir aufschlafen, genau. Und wollen wir mal schauen. Na, wer kriegt als erstes die Augen auf? Ah, gibt nochmal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle ist nicht verkehrt. Kohle, Kohle. Oh Gott, die pennen um eine Wette. Was los? Wer wird wach? Ah. Wer ist wach geworden? Ja, ich natürlich. Bin immer früh aufsteher. Das heißt also, wir gehen erstmal der Hungeritis nach. Öffnen wir uns das ganze Ding mal. 8 Tage, 6 Tage. Wir ziehen uns erstmal die armen Ritter rein. Und danach machen wir, mal gucken, was sagt die Hyäne. Ja, die Hyäne sieht eigentlich ganz manierlich aus. Das heißt, wir werden mal eine erfrischende Dusche danach nehmen. Und dann gibt mal eins. Ja. Schubidubidu, machen wir ein bisschen hinne. So, die Esseritis geht durch. Aha, auch wach geworden. Wahnsinn, auch aus den Toten auferstanden. Dann geht's auch zu dir hier hin. Du kriegst auch mal arme Ritter. Schubidu, passt. Was sagt der Rest? Soziales im Keller. Ja, natürlich. Das heißt, du machst dann auch dann nochmal Hyäne. Eine erfrischende Dusche. Und gib ihnen eins. Okay. Dann kriegen wir die beiden Herren gleich auf der Pirsch. Ich muss mal gucken, wo wir hingehen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe aber so ein Animus, wohin. Wo zwei Herren in einen attraktiven, heiratsfähigen Alter hingehen könnten. So. Ja, da trödelt er rum beim Essen. Macht mal schnell den Abwasch. So, Vater. Vater macht so lange kurz nochmal. Hoppala. Während der Sohnemann am Dingsen ist, der wird schnell noch ein Spiel spielen. Einfach mal so. Bis die Duscherei fertig ist. So. Okay. Passt. Wollen wir schnell schauen. Die Bedürfnisse sieht okay aus. Naja, der Spaß kriegt er gleich. Das heißt also, dass die beiden reisen werden. Reisen, reisen, reisen. Und dann geht's hinaus in die große weite Welt. Die beiden. Entweder jage ich die beiden zum Blauen Samt des Nachtclub. Nee, dafür ist es jetzt viel zu früh. Städtische Museum? Nee. Aber Bibliothek auch nicht. Nee, zum Fitnesscenter. Und er nimmt auf alle Fälle ihn da mit. Und dann geht das schon mal los. Jo, Ladescreen! Wahnsinn. Da flutschen die Kohlenstoffverbindungen durch. Mhm. Genetik der Generation wird generiert, wieder mal. Was ich so ein bisschen hoffe, dass hier irgendwelche anderen Sprüche mal reinkommen nochmal. Irgendwie durch Updates irgendwie so. Wäre natürlich gar nicht mal so grundverkehrt. So, da sind beide angekommen.
Und die sehen aus wie bestellt und nicht abgeholt. Das ist so gerade irgendwie so ein Bild für Götter. Gut, was können die denn beiden denn machen? Wen haben wir denn hier? Einen Huberts. Haben wir denn eine nette Dame hier? Wen haben wir denn da? Das ist die Kreuz. Die ist doch verheiratet, oder? Also eigentlich können sie hier nur jemanden kennenlernen. Ich müsste mal wirklich, glaube ich. Eine Schäfer. So, der Sohnemann, der wird hier machen. Energie laden üben. Und er wird erstmal hier rangehen. Dann gucken wir mal, wer angequatscht wird. Kann ja in so ein Fitnesscenter mal passieren. So, Boxhandschuhe an und schon geht das gut los. Oh, der sah nicht so gut aus, der Schlag gerade. Okay, fahr er zum allerersten Mal an so ein Gerät dran, ne? Dafür, dass er eine Null in Sport ist, powert der gerade ganz schön. Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das geht ja gerade richtig. Ja, Hyäne geht natürlich runter. Sozial tut sich jetzt noch nicht so viel. Schauen wir mal, wie sieht's hier aus? Wird da gerade angeredet? Er hört Musik. Aha, Pop hören. Da steht doch Maya Müller. Wir lassen den hier nochmal schnell hochnudeln. Und wenn er dann hochgenudelt hat, kann er hier mal mit jemandem quatschen. Irgendwie dauert das gerade ewig mit Hochnudeln. Ach, die Zeit geht auch sehr langsam nur. Das. Nudel, Nudel, Nudel. Ach, der ist fertig mit Training. Gut, quatsch mal mit der hier. Freundlich vorstellen. Hallo, junge Dame. Oh, die müffelt aber. Nee, wir nehmen mal die andere. Freundlich vorstellen. So. Das ist die Kreuz. So, fröhlich vorstellen. Was hat er denn noch? Lustig vorstellen, kokett. Ach, das ist jetzt nur die Vorstellungsmethode. Wir gehen mal hier. Zuspruch. Dann. Über Logikrätsel reden. Das kann er ja ganz gut, der Junge. Und. Von Interessenschwärmen. Ja. Was kann er denn noch machen? Ach, komm mal her. Hüfttanz? Jetzt hat er gerade ein Gruppengespräch. Aha. Okay, lassen wir mal so laufen. Wo ist Vater denn? Ah, hier. Ist der gerade am Tanzen? Das sieht ein bisschen komisch aus. Also, das ist doch kein Tanz. Aber ich glaube, ich bin immer dicker hier geworden, oder? Das geht gar nicht. Ich sollte definitiv mehr Diät machen. Ja, mal kicken. So, er darf sich auch unterhalten. Hier, Hüfttanz vor. Hier, mach mal einen Hüfttanz. Was haben wir denn hier? Zuspruch geben. Die sind jetzt beide ganz schön Energie geladen. Ja. Wie geht's Ihnen hier? Die plaudern, das ist sehr schön. Ach, die Rederei geht dann sozusagen immer weiter. Aha, dann lassen wir hier mal kennenlernen und für Sie gibt's mal einen Klopf-Klopf-Witz. Mag keine Kinder. Die Karina, wer ist denn die Karina gewesen? Die hier. Die mag keine Kinder. So sieht eine Frau aus, die keine Kinder mag. Das muss ich mal ganz genau mal beäugen. Soll mal einer sagen, jede Frau mag Kinder? Nee, stimmt natürlich auch nicht. Ja. So sieht eine Frau aus, die keine Kinder mag. Aber trotzdem mit einem Lächeln. Also. Oh. Sehr energiegeladen. Ja, Hammer. Mal gucken, ob da was geht. Zuspruch geben nochmal. Und sie bekommt da nochmal Interessenschwärmen. So, Vater, was los? Willst du wohin gehen? Zu Arbeit gehen? Du musst zur Arbeit? Ach du Schande. Oh. Ach, das hat sich verschoben.
16 Uhr. Ja, dann aber mal zur Arbeit. APM-König. Was ist denn ein APM-König? Oh Gott. APM-König. Keine Ahnung, was das ist. Ja, du musst zur Arbeit. Tut mir leid. Okay. Muss ja auch irgendwann mal zur Arbeit. Mal gucken. Nee, er hat frei. Oh Gott, der Ärmste. Oh Mann, ey. Aber er ist ja wesentlich energiegeladen zur Arbeit und ist glücklich. Also ist alles im grünen Bereich, wie man so schön sagt. Okay. Oh, er müsste bald duschen, wa? Ah, naja, blinkt schon. Gucken wir mal. Och, das geht. Ah, oh, das ist super. Das ist genial. So, 17 Uhr noch was. Ich denke mal, Tim kann jetzt auch noch woanders hingehen. Machen wir auch mal. Es ist 17 Uhr. Es geht jetzt woanders hin. Es geht zum... Magnolienblütenplatt? Nee. Es geht hier hin. Es geht in den Wüstenblütenpark. Und da geht er alleine hin. Genau. Schubidubidu, Genome werden erstellt. Lamas werden rasiert. Die armen Viecher, die tun mir immer wieder leid. Frösche werden versteckt. Das ist sehr schön, dann kann ich gleich neue finden. Das ist von daher nicht verkehrt. Oh, und durch ist er. Es fehlt noch der Umschalter. Na, schalte um. Okay, da ist er. Gut. Wir fangen mal heute mal von der Sammelei hinten an. Warum kann ich denn da Kreuz machen? Hä? Aufbrechen, Geschicklichkeit 10. Okay. Das ist so eine Hülle oder was? Ist die neu? Ist die seit dem Patch da? Geschicklichkeit 10. Okay, das sollte ich in meinem Auge behalten. Plaudern. Wen plaudert er denn da? Schauen wir mal. Wen hat er denn zum Plaudern gefunden? Wo rennst du hin? Wer ist denn das? Wird mir das nicht angezeigt? Gemeinsam ein Foto machen. Aha. Okay, hat er kein Foto gemacht? War irgendein Kind? Einmal Schach spielen, wir haben Juni verkehrt. Aber nee, ich wollte ja was sammeln. Wo haben wir denn hier Material? Hoppala. Schauen wir mal, hier ist kein Material. Das sieht hier. Nee, ist auch keins. Das muss, glaube ich, wieder generieren oder braucht wieder eine Weile. Das ist ja immer so eine Sache. Ich kann mir doch mal so an Grübeln birnen, wie lange das braucht, bis das Zeug hier auftaucht. Ja? Hier hinten ist so ein lauschiges Plätzchen. Ja? Was ist denn hier? Hier hingehen, nee. So, Frösche suchen. Ah ja, okay, da kann er Frösche suchen. Das ist schon mal ganz gut. Dann, weiter gucken. Hier ist der Grillplatz gewesen. Der ist eigentlich auch ganz genial. Was kann man denn hier machen? Angeln. Wollen wir den mal angeln lassen? Wäre vielleicht auch ganz lustig. Lass mal hier mal ein bisschen durchrattern. Ratter, ratter, ratter. Was ist er denn noch? Ein Surfer-Herzfrosch gefunden. Okay. Sag mal, deine Hyäne ist da. Energie ist auch noch ganz gut. It's energy, energy. Bisschen flotter. So, Angelitis. Hat die Angelfähigkeit erworben. Okay. Gucken wir mal, was wir Fische hier bekommen. Es gab einen Fisch. Tim hat einen guten Fang gemacht. Eine Elritze. Mhm. 190 Gramm und kostet 5 Simoleons. Mal gucken, ob ich hier noch mehr Fische kriege. Vielleicht geht das insgesamt schneller mit der Fischerei, als wenn ich immer versuche, irgendwelche Kristalle zu sammeln. Was ist denn jetzt passiert? Ist die Sehne gerissen? Scheint so. Okay, geht wieder weiter. Schubidubidu.
Und was ist passiert? Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Tim. Er sollte woanders angeln, bis sein Fähigkeitslevel bla. Kokett vorstellen. Wen hat er denn da gefunden? Gucken wir mal nach. Die ist es nicht. Die, glaube ich, wäre auch ein bisschen zu alt. Wo bist du? Holde Maid, wo bist du hin? Aha. Die trägt den geilen Hut, den ich für Tim hatte. Guckt euch das mal an. Ist die beschämt? Keine Ahnung. Fröhlich vorstellen. Das ist ja mal genial. Wow. Ist das essbar? Ja. Okay, gemeinsam essen. Am schönen lauen Sommerabend. Den Tag verschönern. Was haben wir dann? Kompliment machen. Kennenlernen. So, dann wollen wir mal schauen. Scheint ein bisschen schüchtern zu sein, die Kleine. Aber jetzt lächelt sie langsam. Aha, die freut sich. Vater ist nach Hause gekommen. Ja, Kohle. Kohle. Wir haben wieder Kohle. Ihr könnt wieder Kohle ausgeben. So. Na, was los? Interessen reden. Oh, über Sport. Aha. Sie will lieber ein Kissen haben, ist wohl müde. Aha. Kann vorkommen. Gut, während die beiden hier quatschen, würde ich mal sagen, schalten wir auf Vater um. Was haben wir denn da? Irgendwie könnte man das doch machen, wa? Und zwar Kontrolle auf Exos umschalten. Machen wir auch mal. Wir schalten jetzt um auf unseren Innenkorrespondenten in der Wohnung von Exos Quantum. Boah, die Schalte dauert aber ganz schön lange. Ja. DNA wird gesplittet. Ja. Mit einer Axt. So, da ist der gute Vater. So, wollen wir mal schauen, was hat er denn für Bedürfnisse? Sieht eigentlich ganz gut aus, alles. Also, Videospielfähigkeit sollte man machen. Und man sollte das machen. Das heißt, wir machen dann Livestreaming. Wir machen ein Livestreaming. Wo haben wir denn hier? Spiel spielen. Livestreamen. Und zwar zocken wir WoW. Hier mal gucken. Konzentriert. Und schon geht's los. Schubidu. Oh ja. So und so viel Kohle haben wir schon. 236, das wird noch richtig lange dauern mit der Kohle. Oh. Da sich nicht irgendwas mal was tut, dann kriegt die Krisen hier. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen daddeln. Daddeln, was die Palme hergibt. Okay. Wie sieht es hier aus? Oh, der blendet immer wieder ein da. So, okay. Ah, ja. Wunderbar. Ich warte dann 13, naja, fast die Hälfte bald. Level 9. Wie viel hat er denn noch? Da weit ist er so. Die Frage ist natürlich, jetzt ist das jetzt schon Level 8, was er hat, oder geht das schon zu Level 9 dann gleich hin? Wollen wir mal schauen. Das hat er gleich durch und das ist Level 9. Sehr schön. Okay. Passt ja. Gut, ich denke mal, er kann dann auch das Schlaferitis machen. Und was ist mit ihm los? Er macht nochmal was trinken. Aha. Und dann kann er auch schlafen. Genau. Gute Nacht. Guten Abend. Gute Nacht.
Aha, lässt das Glas einfach stehen. Hier fällt mir jetzt nicht so sehr. So, gibt noch mal Kohle. Und 15.000 Fans. Boah, 15.000 Fans innerhalb von ein paar Tagen. Das ist schon echt der Hammer. Gut. Und während die beiden jetzt sozusagen in eine Peneritis gehen, wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, macht einen ruhigen Daumen nach oben. Ideen, Anregungen, Kommentare könnt ihr gerne unten hineinschreiben. Wie gesagt, ich lese immer gerne und versuche die eine oder andere Schandtat so umzusetzen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Also, ciao, ciao und bye, bye.